Ja, ich gehe schon gerne zur Schule, da man da auch immer seine Freunde sieht. Von denen man die Hausaufgaben abschreiben kann. Sogar die Lehrer waren gar nicht so schlimm, meistens. Ich finde aber auch, dass Schule irgendwie auch sowas wie ein kleiner Rückzugsort ist. Zum Beispiel in Politik und Ethik, da erzählen sie uns sehr viel, was man gegen Mobbing zum Beispiel tun kann, dass wir halt nicht in schwierige Situationen kommen. Ich finde Ethik ist einfach ein mega wichtiges Fach, damit wir halt uns mit diesen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Gesunde Ernährung und Massentierhaltung. Tierquälerei oder Abtreibung oder halt Rassismus. Also bei uns an der Schule reden wir eigentlich schon mega viel über Klimawandel. Wir haben zum Beispiel gesprochen, wie wir unsere Schule mehr umweltfreundlicher machen können. Wir gehen sehr oft zu den Demos, aber das geht auch nicht immer, weil sie sind freitags und ich habe da Deutsch. Der Geschichtsunterricht finde ich auch wichtig, dass man weiß, was zum Beispiel in Deutschland alles in der Vergangenheit passiert ist. Was wurde früher falsch gemacht, damit wir es jetzt nicht mehr falsch machen? Wie zum Beispiel dieses Rassismusproblem. Es war so groß früher und wir haben es leider immer noch. Ich bin Teil des Schülersprecherteams. Ich finde es total cool, dass auch die Schüler den Lehrern was beibringen können, weil die Lehrer sind nicht allwissend und die Lehrer können jeden Tag was dazulernen, auch von den Schülern. Also ich finde, ein Lehrer oder eine Lehrerin sollte auf jeden Fall auch offen sein. So, sie sollten auch auf die Schüler eingehen können. Nicht immer das Schulprogramm ablaufen lassen, so was eben gegeben wird, sondern einfach auch vielleicht mal auf die Schüler hören und so, was die vielleicht Bock haben und so, ne? Dass sie uns mehr zeigen, wie wir zum Beispiel Teamarbeit richtig machen können, weil sie packen uns einfach zusammen, aber wir lernen gar nicht, wie man das wirklich macht. Dann, wenn so ein bisschen praktische Sachen mit eingebaut werden, dass man auch mal selber was macht und irgendwie sich auch bewegt. Ich finde, Exkursionen und Ausflüge sind total wichtig. Im Sommer letztes Jahr waren wir mit einer Gruppe in Jerusalem. Das ist emotional für uns gewesen und deswegen ist es auch in unserem Kopf drin. Es ist auch cool, rauszugehen soweit, auch mit einem Schiff oder mit einem kleinen Paddelboot durch die Gegend zu schwimmen als Klasse und so weiter und sich aber nicht auf Deutsch zu unterhalten, sondern so Englischunterricht zu machen zum Beispiel. Was ich nicht so schön fand in der Schule waren diese Frontalunterrichte, dass der Lehrer vorne steht oder die Lehrerin. Häufig waren das auch sehr veraltete Schul- oder Lehrinhalte, die wir durchgenommen haben. Sogar im Geografieunterricht haben wir noch DDR-Karten benutzt. Ich glaube, Sachen, die sie uns mehr zeigen könnten für das weitere Leben, wäre die Steuererklärung. Ja, aber ist so. Ich habe letztens auch damit mit meinem Vater darüber gesprochen. Ich so, wer zeigt mir denn bitte, dass ich eine Steuererklärung schreiben soll? Batul hat ja keine Eltern mehr. Ja. Was soll sie denn machen? Wer erklärt ihr das denn? Dass sie uns zeigen, Fake News von echten News zu unterscheiden. Das hatten wir tatsächlich einmal in einer Projektwoche. Dann kam dann ein Mann zu uns, hat uns so erklärt, woran man Seiten erkennt, die weniger vertrauenswürdig sind. Das hatten wir einmal. Ich würde tatsächlich noch etwas öfters machen. Wir haben Lehrer bei uns in der Schule, die uns so Berufsberatungen geben. Aber wir alle wollen nicht genau den gleichen Beruf machen. Jeder hat halt seine eigenen Stärken und jeder hat seine eigenen Schwächen. Nicht jeder ist gleich. Ich möchte ja zum Beispiel, keine Ahnung, Psychologin werden. Ich dachte so, Autor auf jeden Fall, also ob aus Hauptberuf oder nur als Nebenso. Also ich habe eine kleine Idee. Also ich möchte auf jeden Fall etwas mit Literatur machen, so über die aktuellen Themen berichten oder Bücher schreiben, Lieder schreiben, ja. Dass man ganz viele Möglichkeiten hat, in Sachen oder in Berufe reinzugucken, um sich einfach früh schon von dieser Vielfältigkeit zu überzeugen. Dass es Handwerksberufe gibt, super kreative Sachen, ein breites Spektrum an sozialen Berufen und dass das alles total wichtig ist für die Gesellschaft.